Liebe Genossinnen und Genossen, wir wissen ja aus vorangegangenen Wahlabenden, dass die Ergebnisse, die uns kurz 18 Uhr eingespielt werden, manchmal noch leichte Abweichungen haben können. Insofern ist das jetzt alles unter Vorbehalt, dass das genauso kommt, wie wir es gerade gesehen haben und wie es uns gerade sehr erfreut hat. Was man sagen kann, ist Folgendes. Die zentrale gesellschaftliche Botschaft von diesem Wahlabend lautet doch, dass die Parteien, die im Zweifelsfall mit der AfD stimmen, dass die abgestraft worden sind. Das ist ein wichtiges Signal für Demokratie und solidarisches Miteinander. Und nach dem Sündenfall von Erfurt war dieses Signal auch notwendig. Die Kemmerich-Koalition hat verloren. Und die Krise der Union geht weiter. Dieser Wahlkampf war von Anfang an eher angelegt und inszeniert als ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen SPD und Grünen. Das ist eine Situation, wo es für eine Partei wie die Linke dann immer schwierig wird. Und wir können sagen, trotz dieses Kopf-an-Kopf-Rennens über lange Phasen des Wahlkampfes haben wir als Linke prozentual zugelegt. Und wir haben, da es auch eine höhere Wahlbeteiligung gibt, mit Sicherheit auch in den Stimmen zugelegt. Das ist ein echter Erfolg und deswegen an diesem Moment ein Riesenkompliment an die Linke in Hamburg. Wir sind aus einem weiteren westdeutschen Bundesland nicht wegzudenken. Weiß noch, Lothar Bisky hat beim Gründungsparteitag unserer Partei gesagt, gekommen, um zu bleiben. Für die Linke in Hamburg gilt das allemal. Respekt für eure Arbeit. Und ihr alle wisst das, die Linke in der Hamburger Bürgerschaft war wirklich eine kämpferische Opposition, die die Regierungsparteien immer wieder gestellt hat und die ganz klar sich eingesetzt hat für kostenlosen Bus- und Bahnverkehr, für bezahlbares Wohnen, für den Mietendeckel Druck gemacht hat, übrigens als einzige Fraktion in Hamburg, die immer wieder für Aufklärung bei Steuerbetrug sich engagiert hat, gerade anlässlich des Steuerbetrugs um Cum-Ex und die ganz klar für ein solidarisches Hamburg für die vielen steht. Und deswegen an dieser Stelle ein großes Dankeschön an alle Wählerinnen und Wähler des heutigen Tages in Hamburg und ein Riesendank an die Wahlkämpfenden in Hamburg. Ihr habt echt diese Stadt gerockt, ihr habt tausende Haustürgespräche gemacht und euch stark gemacht. Und ein großes Dankeschön an unsere Spitzenkandidatin in Hamburg, Cansu Özdemir, die beliebteste Oppositionspolitikerin und das zu Recht. Super Hamburg, feiert, liebe Linke, dort. Ihr habt das toll gemacht.